Ciao. Tag zusammen. Tag zusammen, Kollegen. Gib nachher eine aus. Ich gebe nachher eine Runde aus. Alle. Ich gebe für alle nachher einen kurzen aus. Sag mal, du hast doch gerade gehört, was ich gesagt habe, oder nicht? Wieso ignorierst du das so, ey? Ich gebe nachher eine Runde aus. Also echt, kann ich nur ganz kurz gucken? Nur ganz kurz. Pass dir auf, was du nochmal machst. Ja. Fertig hier von wir haben vorhin draußen die Technik nochmal gecheckt, ob die Technik fertig ist. So fertig hier. Entweder. Tag, Tommy. Tommy macht bedient das Piano. Tommy bedient das Piano vorzüglich, also man muss es ihm lassen, so wie er das Piano bezirzt, so bezirzt es eigentlich kaum jemand. Exquisit. Fabian, na, bringst du heute ein Solo auch einmal? Der mit dem blauen Pulli schaut. Der wird noch sehen, was passiert. Der wird dich sowas von umwalzen nachher. Du wirst sowas von sehen, hä? Also, dann mach ich wieder weiter, gell? Ciao! Ciao! Ciao, Sam! Cool! Bin froh, dass ich Mitglied bin in eurer Gruppe. Fabian, könntest du mich in die WhatsApp-Gruppe mit einladen, bitte? Danke. Du mit dem blauen Pulli, du kriegst doch Small nach von mir. Wirst sehen. Nur weil ich dich gerade nicht auf den Boden gekriegt habe, heißt nicht, dass du stärker bist als ich. Geil, Drecksau. Hallo. Wer ist schon da dran, Kat? Kann ich mal ganz kurz, nein, nur ganz kurz sehen? Nein. Wir sind doch Kollegen. Nein. Kann ich mal ganz kurz was fragen? Nein. Kann ich kurz was fragen? Nein. Gut. Willst du was sagen? Nein. Kann ich mal sehen, was für eine Marke das ist? Kann ich es mal kurz in die Hand nehmen? Ja, kannst du mir so ein Walkie-Talkie vorbeibringen? Kannst du mir so ein Walkie-Talkie... Das hört sich ja nicht so gut an. Kannst du mir so ein Walkie-Talkie vorbeibringen? Der beißt die Köpfe an meine Ware fest, so. Kannst du mir so ein Walkie-Talkie vorbeibringen? Solange das ich meine, ist es alles so.
Kannst du mir so ein Walkie-Talkie vorbeibringen? Was guckt ihr gerade an? Zeig mal. Fackel. Hat jemand nachher Lust, in mein Make-up-Tutorial mitzumachen? Habt ihr nachher Lust, in meinem Make-up-Tutorial mit zu agieren? Wieso ich? Ja, mach ich. Cool, also es geht um Eyeliner und so. Ja. Ja. Also, dann melde dich vorne und schreib dich ein wegen Concealer und Eyeliner und Lippenstift. Das verkaufe ich alles. Alles klar. Also, ciao. Hast du ein Fahrzeug? Hab ich auch. So gut. Die sind so gut ohne Filter, ich lieb sie halt. So gut, ey. Danke. Bitte. Entschuldigung, Kaffee. Ciao zusammen. Ciao. Tag, Kollegen. Tag, Kollegen. Hey, Kollegen. So geil, ey. Ich mach auch gerade Pause. Ich mach gerade Pause. Komm, mach zu. Mach gut. Zu. Nee, komm, ich. Hörst nicht so gut. Komm, bitte. Gut, ist ja gut. Passt schon. Jetzt. Also. Okay. Kann die Hälfte von euch sowieso nicht leiden. Ich hab... Hey! Hey Jungs, was war denn gerade los, ey? Habt ihr die Tür aus Versehen schön gemacht? Alter! Gerade war echt knapp mit der Tür, ich wollte eigentlich nur mit rein. Du weißt nicht, was da musst du eine Zahl eingeben da, ne? Ja. Oh. Wieso habe ich denn das Gefühl, dass jeder jetzt mal die Tür zu macht? Ringo macht sofort die Tür wieder auf! Die hier halte ich mir noch auf für später. Sind mir fast kaputt gegangen. Kann man dir noch irgendwie helfen? Brauchst du irgendwas? Ich mach gerade Mittagspause. Hm. Siehst du, dass dich alles ab. Oh.
Wer ist denn alles im Bus drin? Sind alle da? Alle anderen. Alle sechs? Oder mehr. Sieben, oder wie? Ja. Also müsste ja noch ein Platz zur Hand sein. Nein, nein, es ist halt nicht viel Platz hier vorne. Willst du voll rauchen? Nee, danke. Im Gebet, was für dich war, aber die Bierkästen ist wichtiger. Die Bierkästen sollen sich verpissen. Ich penne heute in dem Bett. Nicht so wie gestern vorne beim Lenkrad. Ja, aber es reicht doch. Ja, es reicht fürs Lenkrad, aber für mich nicht. Sag mal, was ist denn los in unserer Gruppe in letzter Zeit? Also bei uns in der Gruppe ist alles soweit gut eigentlich. Ja, das dachte ich auch. Frag dich mal, warum nachher dein Vorhang vom Bett brennt. Ach, Tür zu. Alle, die bei uns ein Praktikum machen wollen, können bei uns natürlich auch ein Praktikum machen. Bei uns in der Gruppe ist es eigentlich recht entspannt. Da hat jeder viel Spaß und wird immer gut aufgenommen. Ich würde das Praktikum auch durchführen mit euch. Survival of the fittest. Wir haben bald einen neuen Praktikanten bei uns in der Gruppe. Ciao.